Herzlich willkommen zu meiner Folge Kater Evo und Thüringen. Ich versuche gerade Hänger auszurichten, der teilweise rein aufrichten will, aber teilweise auch nicht. Wenn es klappt, kann ich mit dem Gewicht ein bisschen runterfassen und entsprechend schieben. Jups, hat geklappt. Und jetzt versuche ich anzuhängen, mal sehen, ob das klappt. Oder ob wir jetzt entsprechend ein Salto machen und hoffentlich auf den Rädern landen. Ne? Oh, haben wir Glück gehabt. So, jetzt haben wir noch so ein Feld zurück. Ich denke mal, heute meine letzte Folge heute. Es hat aufgehört zu regnen. Wie sagt Wetter? Wie sagt die Kühe? Oh, die Kühe, mal gucken. Was machen die Kühe? Was machen die Rinder? Ja, Kühe. Oh. Wir müssen dringend. Futter geben. Und die fressen mir den Haar vom Kopf. So, dann fahren wir den mal zum Hof. Ja, dann müssen wir noch spätestens. Ja, die Kühe müssen heute gemacht werden. Das ist eigentlich. Futter müssen wir mal erstmal putzen. Putzen müssen wir auf jeden Fall. Futter können sie auch noch. Ja, bevor wir den Mais beginnen, anfangen. Ne? Dann muss es noch kurz gefüttert werden. Futter schon da. Und wie gesagt, Wasser ist kein Problem. Da haben wir jetzt Pumpen. Für den Fall der Fälle würden die schon mit der Pumpe Wasser kriegen. Aber oh, mein schönes Mais. Oh, fall die um, fall die um, fall die um. Aber der fällt ein bisschen leicht um. Pum, das ist nicht gut. Wieso wackelt der so doll? Nicht gut. Wenn er stark wackelt, ist das nicht gut. Das ist ja wie die Katastrophe schon vorauszusehen. Mit kurz auf dem Feld, da sehe ich schon schwarz. Dann muss ich noch andere hier kaufen, beziehungsweise bieten. Oder einen Traktor nehmen. Vielleicht ist das vielleicht besser. Vielleicht sieht der so. Das kann man nicht vorstellen. Das ist durch den Mais fahren. Das ist kaputt. So, stehen lassen. So, dann nehmen wir einen anderen Traktor, dann hört man das vielleicht ein bisschen besser. Daumen nicht hin. Irgendwo hier. Den nehmen wir zwar nicht. Der ist ein bisschen zu schwach. Dann nehme ich den Fan, der hat hier Bums, ne? Sag mal so, ne? Aber auch laut. Wenn der andere zu Probleme hat, dann haben wir noch den Deutz. Der ist irgendwo da hinten am Feld. Weil. Ich kann es nicht erlauben, noch Probleme zu machen. Zack. Ah, danke. Nee. Ich hab mich nicht dran. Das müssen wir hier lassen. Das ist dann zu leicht. Lügen, zwei Fahrzeuge. Ja, das können wir mal sparen. Das wollen wir nicht tun. Blühen aber nicht. Wollen wir noch Mais hängen. Da sind noch Kühe versorgen. Und dann wird Mais. Ja. Mais trinken. Ne, das wird nichts mehr. Das Problem dabei ist, dass ich hinterher voll aufnehmen muss. Und da ja. Bearbeiten, also das ist dann ein bisschen Zeit. Wird es dann nicht so schlecht werden. Aber irgendwann werde ich das machen müssen oder wollen oder können.
Wobei ich auch erfahren muss, wie es am besten geht. Da kaum Erfahrung mit. Aber ich schließe es mal nicht ganz aus, sag mal so. Bei Thüringen-Karte wird es theoretisch gehen, wenn ich die Folge bis Freitag hier mal aufnehme. Dann müsste ich Freitag-Prinzip nachmittags dann beginnen mit der Livestream. Nachmittags dann schon. Aber dann muss ich in 14 Tagen sein, wo ich entsprechend Screenshot habe. Und ich muss, das kommt noch hinzu, ich muss dann die Marsch-Prinzip vorarbeiten. Das heißt, dass ich dann am Wochenende die Thüringen-Karte fertig mache für in der Woche. Und die Marsch dann entsprechend so mache, dass sie dann schon fertig ist. So muss ich machen. Ich muss die Marsch vorarbeiten. Wenn ich die Thüringen-Karte im Livestream machen würde. Oder um mich jetzt, je nachdem, was man am besten machen kann. Ja, da kann man ja drüber streiten, was man am besten machen. Also mein Eindruck zur Zeit, dass am meisten die Thüringen-Karte am besten ankommt. Warum auch immer, das ist immer eine Geschmackssache. Bei der Marsch gibt es viele Produktionen, die man machen könnte. Also, aber auch, fall immer noch um. Aber auch entsprechend Landwirtschaft, da kann man auch viel machen. Also das ist in beiden Fällen alles möglich. Und das Gewicht irgendwie anhängen. Da hätten wir auch ein Gewicht kaufen können mit Fan, ne? Ja, kann man auch ein schweres Fan-Gewicht haben. Gehen wir dann zum Schluss und fangen wir hinten an. Ein dickes Gewicht mit von Fendt. 2,5 Kilogramm. Glas, Fendt, 3,3. Das ist nicht schlecht. Olivgrün Traktor. Aber die Farbe passt. Naja. Nicht ganz. Aber Gewicht ist deswegen so wichtig, weil die Ladenrolle gleich ein bisschen verdichtet werden. Wenn man den ersten Mal drüber fahren, ist das ganz gut. Wenn vorne entsprechend Gewicht dran ist. Ich muss auch schauen hier, wie der andere sich hat, der auf dem Acker wieder. Nicht, dass er auch umfällt da ständig. Wenn er ständig umfällt, dann muss ich den Traktor tauschen. Ja, also das funktioniert da nicht. Dann wird sofort getauscht. Wenn das nicht funktioniert, muss man tauschen. Sonst kommen wir nicht auf den grünen Zweig, sagt man so, ne? So, Blinker raus und rechts die Hand raushalten zum Beispiel wird auch gehen, ne? Ob der Hänger gut steht. Aber oh, der steht noch. So, jetzt hier zum Demolekül noch versorgen. Wenn Mais schon zu ernten geht als Silage, dann kommt man als Extrakt zur Silageprinzip, dann bin ich da überzeugt, dass wir das auf 1 laufen lassen. Dieser am Tage. Mit dem Fan kann man nach hinten ein schönes Gewicht anbauen. Oder ein Schild oder dergleichen. Da kann man das schön die Lage entsprechend verdichten. Also die Häcksel gut verdichten. Also.
Die ersten Ladungen würde ich auch mit dem Häcksel direkt Anhänger anhängen. Denn ja, man kann ja auch die Anfang von Häcksler hinfahren und abkippen. Sollte kein Problem sein, der ist ein bisschen stabiler, ist besser aus. Hoffe ich jedenfalls. Obwohl hier die Straße zum man so schnell fährt, eh dazu neigt, dass man fliegt, ne? Hier zum Beispiel. So, jetzt müssen wir die Kühe versorgen und dann haben wir heute es auch wieder geschafft. Die heutige Folge. Vielleicht können wir noch einen ersten Schnitt machen und sehen, ob das auch funktioniert. So, dann fahren wir rechts rüber. Bremsen, raus. Ja, lass mich raus. So, schnell zu den Kühen. Dann machen wir mal auf Blitztempo. Muss geflügt werden. Oh oh. Tannenbaum und Tannenbaum. Wir haben zwar jetzt eine Pumpe hier, aber wir gehen trotzdem Wasser geben, ne? Das ist ganz wichtig, dass wir Wasser haben. Ist ja nur für einen Notfall. Na cool, du, aber so nicht hier. Bös Mist gemacht wieder. Nur hat er sich jetzt den Augenblick ausgerichtet. Hat er vorher nicht gemacht. Ja, wir können nichts aufnehmen. Wir sind ja voll. Das heißt, hier müssen wir mächtig Widerstand. Also der Stromanteil könnte ein bisschen mehr sein. Ah, das passt schon. Wir ein bisschen abkippen hier. Heftig mit 50 Tonnen oder 20 Tonnen. Aber den Mob wieder aktiviert mit Gewichten, mit relativen Gewichten, ich glaube ja. Ja, man merkt die Anzahl der Kühe, ne? Man hat entsprechend man braucht mehr Futter. 14.000. Dann müssen wir gleich ein bisschen gut sein. Ein nie abladen geht. Was wird da angenommen? Da nicht Stroh. Oder Heu. Das brauchen wir nicht. Wie gibt es denn Mischfutter? Was macht ihr für Mist hier? Macht sauber. Also ein Putzgerät wie ein 17 gibt es glaube ich nicht, ne? Streng I, achso. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, Ablan. Muss auch Sinn machen, ne? Aber die haben nicht viel voller zu sehen, ne? Das ist ja einfach noch egal. Sollen wir den aufmachen? So. Noch müssen wir einen Stahl einfahren. Noch. Nur mit Geduld haben. Bis der Motor Castor Zeit dafür für dich. Nur mal zu sagen. Muss ja alles gemacht werden. Ne? Und dann soll es ja nochmal getestet werden. Das ist ja
Nächste richtige, ne? Ja, ihr habt sogar einen Tannenbaum, ne? Also, seid zufrieden. Das nächste Mal Weihnachten liegt das fraglich. Unwahrscheinlich. So, mach Platz. Vielleicht hier. Kusch. Gib deinen Körper weg. Ich wollte noch sehen, wie es mit Mais geht. Oh. Geh mal rein. Hier wird schon beide Stelle 50%. Nicht schlecht. So. Da kann er mal stehen bleiben. Silage Heu ist eh nebensächlich. Und Gras ist eh nicht so viel. Bei Fressen ja muss ich weg. Und bei Gras wüsste ich gar nicht, wie er kippen sollte. Da kommt er noch hinzu. So, jetzt mal ganz kurz probieren. Wir sind fast am Ende angekommen für heute. Die heutige Folge. Ob ich noch eine weitere machen kann nachher. Also wenn ich 18 die voll habe, habe ich 18 voll. Wenn 18 voll ist das Maximum. Na, dann ist sowieso Spätschicht. Also von der Warte her hat man überlegen. Die Woche habe ich jetzt fertig konkret. Die 4 muss ich noch nehmen, die 4. Und ja, dann könnte das sein. Dann könnte es sein. Also ich verspreche gerade nichts. Das tun wir doch nicht, ne? Das ist immer so gefährlich, dass man Zusagen macht, die man ja nicht einhalten kann. Und der springt so komisch. Stumpf wegen Gewicht. Das kann natürlich sein. Das Gewicht auftaucht. Das ist ein leichteres Gewicht. Ja. Können wir hier mal so X. Wir können ja schon mal häckseln, dann macht er ja automatisch. Anführungszeichen, ne? Kriegen wir Regen? Ne. Weil das Rohr sollte normalerweise automatisch Richtung Hänger gehen. Auf jeden Fall können wir häckseln. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Aber wir können nicht anhängen. Das ist die andere Seite. Anhängen können wir nicht. Aber es funktioniert. So, liebe Zuschauer, das war's heute für dich. Ich danke fürs Reinschauen. Ich sage mal Tschüss und den Link. Ciao, ciao. Und hören uns jetzt vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.